So, ihr Lieben, wo sind wir denn? Da sind wir. Wir spielen heute Throwdown. Das ist eine Mischung aus Futurama, Family Guy und so weiter. Ein Kartenspiel, das ist ein Kartenspiel von Kongregates. Und ich spiele es jetzt schon seit einer Weile. Und ich dachte, ich stelle euch das mal vor. Meine Unterlage wippt hier ein bisschen. Merkt ihr das? Schlimm. Ihr seht so Animation Throwdown, The Quest for Cards. Also, das ist ein Kartenspiel. Leider wurde mir hier unten der nette Titel jetzt nicht so angezeigt. Da stehen immer so ein paar Kleinigkeiten und ich dachte mir, ich zeige euch dieses Spiel heute mal. Das spiele ich jetzt seit einer Weile mit einem Freund zusammen. Da gibt es auch so eine Art Gilde. Es gibt bei dem Spiel Vor- und Nachteile wie bei den meisten anderen Spielen eben auch. Ich sag mal, der größte Nachteil an dem Spiel ist, dass es relativ ungemütlich irgendwann wird. Willkommen in meinem Labor, ihr Nerds. Kannst du mal den Schalter dort umlegen? Ich brauche mehr Licht. Wir legen diesen Schalter hier um. Falsche Schalter, mein Gott, was hast du getan? So. Alles ist aufgeteilt in kleine Inseln. Da finden sich dann auch die verschiedenen Teile der verschiedenen Animationscomic-Universen. Scheiße, das war vielleicht verrückt. Was ist da eben passiert? Hat Bobby das Popan aufgeregt gelassen? Ich sehe jede Menge ihres Zeug. Ich sag dir was. Hoppla, wo zur Hölle bin ich hier? Und wer sind all diese hässlichen Menschen? Das Spiel ist ab 12 übrigens. Jeder, der die Serien anschaut, denke ich, kann das Spiel auch spielen. Ich finde es ehrlich gesagt ganz witzig. Oh, hallo, ich bin Peter Griffin. Ich schätze, wir beide sollten lieber herausfinden, wo wir sind und ob es hier Bier gibt. Ah, verstehe. Wir spielen das Tutorial. Erst musst du deinen Helden auswählen. So wie damals, als ich Aquaman nach rechts gewischt habe. Hier könnt ihr, es gibt eben Bob's Burger, American Dad, Family Guy, Futurama und King of the Hill. Ich bin Futurama-Fan, mein eigenes Spiel spiele ich mit Futurama. Übrigens, nicht wundern, ich sitze hier auf einem Balkon in der Sonne gerade. Ich könnte jetzt Family Guy nehmen. Also, wie gesagt, ich nehme American Dad, glaube ich. Weil das letzte Mal, also auf dem Handy, wo ich spiele, benutze ich Futurama, deswegen nehme ich jetzt American Dad. Okay. Jetzt muss er kurz laden. Und das war das Schlimmste. Oder auch das Beste. Ich weiß es nicht. Wir lernen das hier gemeinsam. Wie dem auch sei, duellieren wir uns. Ihr habt einmal Abenteuer hier. Wir machen einfach die Einführung durch. Dann erzähle ich nachher noch was anderes dazu. Hallo. So. Ich nehme das übrigens gerade mit BlueStacks auf. BlueStacks ist ein super Android-Emulator für einen PC. Ihr seht hier unten, wir haben unseren Hauptcharakter. Der hat noch keine wirklichen Fähigkeiten. Die kommen später dazu. Hier sind deine Einstiegskarten. Suche dir aus, welche du willst, solange sie nur markiert ist und ein Pfeil darauf zeigt. Was? Such dir aus, welche du willst, solange sie nur markiert ist. Ah, okay. In dem Fall muss ich hier Steve spielen. Ihr seht, Steve hat zwei Werte. Einmal Angriff und einmal Lebensenergie, wenn man so möchte. Genau, siehst du den Hammer, der zeigt den Angriffswert der Karte an, also wie viel Schaden sie verursacht. Das Herz zeigt die Gesundheit der Karte an, wie viel Schaden sie einstecken kann. So, wir spielen Level 1, die 4 oben. Die 1, das ist das Level von der Karte. Es gibt eine Möglichkeit, die Karten dann später aufzuwerten, das zeige ich euch auch noch. Kombiniere Karten, um eine geniale Kombo zu erstellen, wie Schokolade und Erdnussbutter. Oder Babyöl und Ringkämpferin. Versuche es jetzt mit deiner Karte. So, was haben wir hier? Wir können hier Geld und Steve kombinieren. Da kriegen wir dann den alten Steve hier. Ihr seht, der hat dann höhere Werte. Und später im Spiel gibt es halt dann noch Fähigkeiten. Die Karten haben dann noch zusätzliche Fähigkeiten, aber dazu dann später mal mehr. Und hier so ein bisschen abgeschnitten ist halt einfach jetzt gerade, wie es ist. Nee. So, einsame Spitze. Deine erste Karte hat genug Schaden verursacht, um meine Karte zu zerstören. Das wäre ziemlich fies, weil ich dir immerhin beibringe, wie das Spiel funktioniert. Aber trotzdem, Glückwunsch. Im Normalfall läuft es so, jeder abwechselnd werden Karten gelegt. In dem Fall hatte ich eine Karte frei sozusagen. Jetzt bist du auf dich allein gestellt, Chef. Wähle deine Karte aus und zeig mir, was du drauf hast. Komm her, Handy-Nerd. Ich hau mal ein Stückchen zur Seite. Genau, so. Sollte noch immer passen. Wir haben hier Steve, Bullock, Kunst, Alkohol. Da kann man alles Mögliche nehmen. Wir spielen jetzt mal Bullock. Der hat Angriff eben 2 und Verteidigung 7. So, das geht jetzt alles noch langsam. Der Angriffswert deiner Karte war höher als der Gesundheitswert meiner Karte. Du hast nicht nur meine Karte gesehen, sondern mich auch noch getroffen. Du Bastard. Die Wortwahl ist manchmal ein bisschen übertrieben, wie ich finde, aber es ist halt einfach. Ich finde, es ist ein richtig gutes Kartenspiel, Leute. Also wirklich. Die Preise brauchen wir nicht drüber reden. Das ist absolut völlig irrwitzig überteuert. Also ich kann es nicht empfehlen, da was zu kaufen. Aber es macht doch so viel Spaß. Ihr könnt, ja. Nein.
das habe ich immer wieder mal und das ärgert mich ziemlich, dieses langsame Netzwerkverbindung, obwohl ich eigentlich eine sehr gute Netzwerkverbindung habe. Ach Mist, deine zweite Karte hat ungehindert zugeschlagen und genug Schaden angerichtet, um mich zu töten. Also das finde ich jetzt ein bisschen blöd, zu besiegen, würde passen. Jetzt bin ich tot. Du hast mich umgebracht. Du hast heute einen TV-Host umgebracht. Soll wahrscheinlich den Witz am Laufen halten. Ich finde es jetzt nicht sehr witzig, aber sei es drum. Jetzt haben wir hier gewonnen. Schön, danach gibt es nach jedem Kampf gibt's Belohnung, Geld in dem Fall. Und in dem Fall kriegen wir eine Karte, eine grüne Karte, Level 1, Bluegrass. Und so gaunert oder spielt man sich seine Karten. War nur Spaß, mir geht's gut. Du hast den Bogen raus. Ja, weiß ich. Erledige die Aufgaben, dabei wirst du viel lernen. Ich durchsuche inzwischen deine Handy nach komischen Bildern. Viel Spaß dabei. So, dann haben wir hier die Aufgaben. Hier muss ich Tina besiegen. Da kann man draufklicken. Wenn man auf die Aufgaben klickt, sollte man eigentlich woanders hinkommen. Genau, dankeschön. Es gibt sehr, sehr viele Aufgaben. Es gibt leichtere Aufgaben, es gibt aber auch extrem schwere Aufgaben. Es wird bei Bob's Burgers. Ich glaube, wir sollen miteinander rummachen oder so. Nein, ich habe gelogen, wir sollen mit Karten gegeneinander kämpfen. So, Tina. Schauen wir mal, was wir so hier rausbuttern können. Ich habe nur Bullock. Schön. Bullock kann ich zumindest kombinieren mit Kunst. Da seht ihr mal unten, wenn ihr eine Karte auswählt, seht ihr in eurem Kartenstapel die Kombinationsmöglichkeiten. Was sehr praktisch ist. Bullock habe ich aber ziemlich häufig. Nacktgemälde von Bullock. Zack. So, hat einen Angriffswert von 4 und eine Verteidigung von 8. Das ist schon mal ganz hervorragend eigentlich. Kutschikopi. Ihr könnt später im Spiel die Geschwindigkeit des Kartenspiels an sich noch hochsetzen, also auf mal 4. Am Anfang habe ich normal gespielt, das ging mir dann irgendwann zu langsam, dann habe ich auf mal 2 gesetzt und dann auf mal 4, das geht dann ganz gut, die Übersicht bleibt trotzdem, das ist ganz praktisch. Ich habe eben gesehen, ich kann hier Kostüm, ach genau, das ist noch, wenn ihr eine Karte anklickt, dann seht ihr hier, man kann die Karte aufwerten, hier unten habt ihr den Text gewöhnlich, das ist eine gewöhnliche Karte. Und eben, wenn ihr auf Kombos klickt, seht ihr mit dieser Karte, welche Kombos ihr bisher erforscht habt. Ich habe schon ziemlich viel erforscht, obwohl ich noch gar nichts erforscht habe. Geheime Asiate, Weltraumkönigin. Wenn ihr diese Karte praktisch auf bestimmte Karten spielt, die ihr habt, zum Beispiel Klaus ist dieser Fisch im Glas, wer ihn kennt, wer ihn nicht kennt, wenn ihr diese Karte Kostüm mit Klaus zum Beispiel kombiniert, dann wird SM Klaus draus. So läuft das praktisch. Zack. Und immer wenn ihr die Karte anklickt, seht ihr, welche Kombinationsmöglichkeiten ihr habt. Das ist sehr hervorragend, das ist richtig gut gemacht. Und ich habe das Gefühl, es wird an der App immer weiter gearbeitet. Das ist ganz praktisch. Ich hoffe, wir kommen hier langsam durch das Spiel durch, weil dann kann ich euch noch die anderen Sachen zeigen. Oder dir, Entschuldigung. Steve haben wir Geld und Musik. Wir spielen jetzt mal den normalen Stevie. So, dann sind wir einmal durch. Dann haben wir es ja schon gleich. Nein, ich würde noch gerne Musik und Steve spielen. Was wird aus Musik und Steve? Ich weiß es nicht. Nachdem ich mit Futurama gespielt habe, habe ich zwar Steve in der Zwischenzeit. Ah, Boyband Steve. Schön. Zack. Relativ stark für den Anfang. Später sind das Karten. Also bei mir ist es jetzt so, ich spiele es wie gesagt am Smartphone auch noch. Und da ist es so, die grauen Karten schmeiße ich. Also die werden bei mir recycelt. Die brauche ich eigentlich fast gar nicht mehr. Ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt noch eine graue in meinem Deck habe. Genau, jetzt haben wir Tina besiegt. Dafür gibt es 10 Erfahrungspunkte, was uns auf Level 2 hebt. Das füllt eure Arena-Punkte und eure Abenteuerpunkte wieder auf. Dazu gleich mehr und wir kriegen Kutschikopi. Wie alt bist du? Weiß ich nicht. Will dir nicht sagen, wie alt ich bin. Okay, irgendwo so zwischen 26 und 40, das ist okay. So, nächste Aufgabe wäre Bänder besiegen. Ich wollte euch zeigen, hier haben wir zum Beispiel Erforschen. Ich bin wieder da, Baby. Willkommen im Forschungslabor. Hier kannst du neue Kartenkombos für den Kampf erforschen. Tippe auf die Röhre und wähle 2 Karten aus. Ach, Haley habe ich auch. Ja, hau mich weg. Ja, Haley, hallo. Eine meiner momentanen Lieblingskarten ist Haley übrigens. Und Alkohol in dem Fall. Wir kombinieren. Das dauert jetzt mal schon 2 Stunden. Es gibt auch Karten, die innerhalb von 15 Minuten kombiniert sind. Das dauert ja ewig. Hey, ich weiß, ich aktiviere meine Mogel-Einheit, um das Ganze zu beschleunigen. Normalerweise müsstest du Edelsteine für sowas bezahlen. Dankeschön. Das ist aber nett von dir. Jetzt kann ich das hier umsonst abschließen. Edelsteine bekommt ihr, wenn ihr 5 tägliche Aufgaben...
So, leider wollte meine Kamera gerade nicht mehr. Das heißt, wir haben hier einen Killer bekommen. Das war die Kombination aus Heli und Alkohol. Und was ich sagen wollte, ist, ihr müsst 5 Aufgaben am Tag abschließen. Dann bekommt ihr 10 Edelsteine dafür. Also ihr braucht 60 Tage, müsst ihr das machen, damit ihr ein besonderes Pack kaufen könnt. Das zeige ich gleich. Wir kommen hier jetzt hier mal Bullock. Wenn er denn möchte. Einmal Bullock. Und ihr seht, wir hätten hier Bluegrass, das nehmen wir doch auch gleich. Wahrscheinlich geht es dann wieder 2 Stunden, wenn ich alles folgt hier. Wieder 2 Stunden. Wir erforschen diese 2 jetzt. Ich hoffe, es ist hier ein bisschen abgeschnitten. Ich musste die Markise ein bisschen rausschneiden. Der Rechner und die Kamera sind ziemlich heiß geworden gerade. So, dann hätten wir das. Dann haben wir haben hier oben 1300 Goldstücke. Wichtig ist auch noch übrigens, hier könnt ihr Werbung angucken. Ich mache das jetzt nicht. Wenn ihr das spielt, schaut die Werbung an. Dreimal Werbung anschauen heißt, ihr kriegt 50% mehr Coins, 1,5 mal die Chance auf eine bessere Karte und in der Arena die Chance, dass euer Held sich verbessert. Wir schauen uns noch kurz das Deck an, um dann noch schnell ein, zwei Sachen dazu zu sagen. Das ist dein Deck, es gibt jede Menge Kartendecks, aber das hier ist deins. Hier kannst du dein Deck bearbeiten, deine Helden ändern und deine Karten aufwerten oder recyceln. Hier gibt es verschiedene Filter. Tippe hier, um deine Helden zu ändern. So, hier könnte ich jetzt eine Karte aufwerten. Wir haben, das zeigt uns gerade gar nicht an, wir gehen mal auf Aufwerten. Hier habe ich 15 Punkte und durch das Aufwerten seht ihr hier im Schatten leider nur von 2 auf 6 geht es auf 3 und 6. Ich mache es einmal. Genau, dankeschön. Großartig, deine Karte wurde mit 100% amerikanischem Stahl verstärkt. Stark und sexy. So, das lassen wir mal schnell. Ich würde nämlich gerne hier durchschauen. Hier haben wir den Bullock, das machen wir nachher. Ihr braucht nämlich immer, wenn ihr zum Beispiel, hier habt ihr 5 mal einen Bullock. Unfassbar. Wenn ich den auf das dritte Level jetzt aufwerte, muss ich den auch aufs dritte Level aufwerten, dann kann ich beide Karten fusionieren und kriege eine höhere Stufe dafür. So ist das Prinzip dahinter. Das erste, was ich mache, ich weiß, ist Heli aufwerten. Danke. So, einmal 4. Ah, und jetzt gehen mir dann die Punkte aus. So, jetzt habe ich leider nicht mehr. Aber dieser Burger bedeutet schon, wenn ich jetzt spiele, hat sie die Fähigkeit, einen Punkt Lebensenergie zu heilen. Hier kann ich Karten recyceln, wenn ich Karten habe, die ich nicht mehr brauche. Dankeschön, dann schenke ich mir jetzt eine. Es gibt gewöhnliche Splitterkarten, die könnt ihr dann da reinstecken. In dem Fall machen wir das mal schnell. Ihr könnt auch andere Karten da reinstecken, dann klickt ihr auf Recycling und dann bekommt ihr dafür Punkte, um eure Karten eben dementsprechend dann besser zu machen. Heli war 10, glaube ich, auf die nächste Stufe hier. Dankeschön. Genau. Zack. Juhu. So. Die Fusion zehrt die Seele eines Mannes direkt aus den Tiefen seiner Lenden. Kämpfe nicht dagegen an, kombiniere Karten, vernichte deine Feinde, schau niemals zurück. Wenn deine Karten fusionierend sind, kannst du sie weiter verbessern. Gewinne um jeden Preis, Muchacho. So, das wäre das. Also, da könnt ihr recyceln, euer Deck zusammenstellen. Ihr habt noch, ihr könnt das Deck automatisch zusammenstellen lassen. Das habe ich im Normalfall nicht immer. Es gibt Phasen, wo ich das Deck selber zusammenstelle. Gerade später wird es dann ein bisschen schwierig. Da ist es sinnvoll, dann die Karten zusammenzustellen, wie ihr wollt. Und wichtig ist auch, das Deck nicht zu groß zu halten. Denn die Kämpfe sind nicht besonders lang, später werden sie länger. Aber 25 Karten, 28 Karten ist so das Maximum eigentlich. Also was ihr euch selber antun solltet. Ich glaube, insgesamt kann man maximal 75 Karten haben. Das sind die Arena-Kämpfe, hier kann ich gegen andere spielen. Hier steigt man auch auf, der Pfeil da oben zeigt, je nachdem eben. Und in diesen Spielen könnt ihr eben Level erhalten. Wie heißen wir denn? Panaroma. Dankeschön. So. Zack. So, hier bekommen wir 10 Punkte, die uns hier angerechnet werden. Die Chance auf diesen Charakter und 250 Coins. Ihr könnt das hier, könnt ihr einen neuen Gegner wählen. Kostet euch 100 Coins. Dafür ändert ihr die Chance auf den Charakter, den ihr dann freischalten könntet, wenn ihr die entsprechende Karte bekommt. So, und du bist viel weniger als... Was war's? Verpasst. Die Sprüche sind nämlich manchmal ganz gut. Manchmal. So, dann schauen wir mal, was hier rauskommt. Zack, 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 zack. Dankeschön. Wir spielen erstmal Bullock. Danke. Achso, Mist. Mehr Raum. Am PC ist es ein bisschen schwieriger als am Handy. Unterschied zwischen Tablet und Spiel auf dem Xperia Z5 ist, dass auf dem Z5 habe ich 5 Karten nebeneinander. Finde ich sehr gut. Das habe ich am Tablet habe ich bei den Freunden gesehen.
da muss man bei 5 Karten nebeneinander schon scrollen. Also, ja. Also zumindest bei seinem, ich glaube, das war ein Samsung, wenn mich alles täuscht. So, ich kann hier allerdings fällt mir, dass ich die Spielgeschwindigkeit einstellen kann. Finde ich ein bisschen schade. Jetzt haben wir mal Haley raus. Ich weiß übrigens nicht, warum dieser Haley schlecht ist auf Level 4. Du hast eine seltene Karte ausgewählt. Die Karten sind die stärksten und zeigen der ganzen Welt, dass du der Kapitän auf diesem Schiff bist. Also epische habe ich schon einige, legendär habe ich noch keine einzige. So. Die Haley, die ich bekommen habe, die konnte ich auf Level 5 aufwerten. Was da der Unterschied ist, weiß ich jetzt auch nicht. Ich spiele mit der aktuellsten Version, also schauen wir mal. Wichtig ist, ich könnte es kombinieren. Zum Beispiel Haley kann ich mit Geld kombinieren. Dafür kriege ich eine reiche Haley. Die lädt ihre Energie wieder auf. Das ist dieses Zeichen da unten. Das wird dann auch immer schön erklärt. Genau. Die Fertigkeit erholen stellt mit jeder Kombo, die du spielst, Gesundheitspunkte wieder her. Das könnte ich jetzt auch bauen. Ich trinke seitdem Frühstück. So. Und wichtig ist eben dann, wie bei vielen anderen Spielen, hier oben die Lebensenergie auf Null zu bringen. Was haben wir noch? Ich bin Bullock. Erinnert mich irgendwie ein bisschen an Zoidberg. Bei Futurama hast du halt viele Zoidbergs. Und was der Steve bei... Was der Stevie, Entschuldigung, hier bei Mercedes ist, ist bei Futurama dann der Fry. Und so, die sind schon relativ ähnlich, sagen wir es mal so. So, das soll schon fast gewesen sein hier für den ersten Arena-Kampf. Das ist ja schon hervorragend. Manko in dem Spiel, sollte ich auch noch sagen, ist die Punkte, die ihr im Abenteuer verspielt, die sind relativ schnell wieder aufgeladen. Also das geht ratzi-fatzi, die Punkte, die ihr hier in der Arena verballert, die brauchen ewig zum Aufladen. Also jetzt im Augenblick habe ich 19, da freue ich mich, dass ich so viele habe, am Anfang geht es relativ schnell. Sind die aus, für 10 Punkte braucht ihr so Pi mal Daumen 15 Stunden zum Aufladen. Das ist eine Menge Holz und die Preise, wie gesagt, in-game sind nicht so, dass ich empfehlen würde, dass ihr die kaufen solltet. Also ich glaube, 2 Euro kostet es, ja, die 10 Punkte aufzufüllen und die sind echt schnell weg dann. Genau, hier haben wir jetzt die Chance auf ihn. Und was das bedeutet, zeige ich euch jetzt auch noch schnell und dann höre ich auch schon wieder auf. So, den Shop zeige ich euch auch noch. So, dann haben wir hier oben, wir haben im Augenblick unseren Charakter praktisch. Hier seht ihr kurz eine Übersicht, die besten Fähigkeiten, wie viel PvP sie gibt. Das ist kein PvP, lasst euch nicht irren. Das ist ein PvE. Also das ist, ihr spielt nicht gegen richtige Spieler, auch wenn das vielleicht Kartendecks von richtigen Spielern sein mögen, mit richtigen Namen von den Spielern, spielt ihr nicht direkt gegen sie. Das ändert sich irgendwann ab Stufe 6 in der Arena, glaube ich, ist es. Da legt der Gegner dann zuerst. Was wird denn das sagen? Bis dahin legt ihr. Hier unten Kombos entdeckt 22 von 395 und Karten gesammelt 12 von 198. Wenn ich jetzt hier auf meinen Roger tippe, dann seht ihr hier maximale Gesundheit 22. Wenn ihr hier auf den Pfeil tippt, dann seht ihr, was ihr mit den nächsten Stufen bekommt. Das sind Fähigkeiten, die sie dazu bekommen. Und so hat, jetzt kann ich es nicht zeigen, und so hat jeder Charakter hier unten seine Fähigkeiten. Wo ist denn eigentlich lila? Die ist auf 9, okay. So hat jeder seine Fähigkeiten, also, und darum geht es eben in der Arena. Spielt ihr eben um diese Charaktere, die dann in den Leveln eben aufsteigen. Das könnt ihr nur in der Arena verbessern. Das heißt, auf Arena Stufe 2 würde ich zum Beispiel Stevie bekommen, Lois auf 3 und die Stufe dieser Charaktere kann ich eben auch nur in der Arena verbessern. Genau. So sieht das aus, ihr habt hier eine ID, ihr könnt dann ab Level 5, glaube ich, also ab Charakter Level 5, könnt ihr dann eine Gilde gründen oder einer Gilde beitreten, da gibt es halt bestimmte Boni. Wenn ihr in eine Gilde eintreten wollt, weil ihr sagt, hey, ich finde dieses Spiel gar nicht schlecht, dann sucht doch Prostata Brothers. Wir haben jetzt angefangen, wir sind da gemütlich gerade, da gibt es dann auch noch einen In-Game-Chat. Hallo, mein Dad verkauft jetzt auch Karten aus seinem Truck. So, hier kann ich einfach das Paket kaufen, die werden dann schön geöffnet. Ich hoffe, ich kann das jetzt gleich noch zeigen. Jetzt habe ich ein Bodenfahrzeug gekriegt, super, tolle Karte, unglaublich. Wow, das war ziemlich cool, oder? Komm regelmäßig vorbei, um die neuen Pakete und Angebote anzusehen. Wichtig ist, Paket kaufen, danke. Zack, nur 500, nein. Ich dachte, ich kriege 500 dazu. Naja, haben wir ein bisschen was zum... So, ihr habt hier Kartenpakete. Wenn ihr hier... Gibt's gar nicht. Warum gibt's das hier noch nicht? Normalerweise, wenn ihr hier noch rüber scrollt, also hier auf die rechte Seite, da findet ihr dann eigentlich die großen Kartenpakete. Wenn ihr zum Beispiel 10.000 Coins habt, könnt ihr hergehen
und gleich Karten für 10.000 kaufen. Also ihr müsst nicht über die einzelnen anklicken. Es sind dann immer noch Bonuskarten dabei, also mehr Karten. Heißt nicht, dass die Karten besser sind. Also bei mir, die letzten zwei Mal habe ich 11.000 und ich glaube, jetzt heute 14.000 gezogen. Die habe ich alle in die Tonne geklopft, also in die Recyclinganlage. Ihr seht hier, die Edelsteine, die ihr kaufen könnt, haben vernünftige Preise. Also es geht hoch bis 99 Euro. Ich kann es euch nicht empfehlen, würde ich nicht machen. Das Spiel an sich ist lustig, schaut die Werbung, damit unterstützt ihr die Leute auch. Das ist völlig ausreichend. Nochmal der Hinweis, Prostata Brothers. Gilde. Genau, es gibt da noch einen Ingame-Chat. Und, hallo? Achso, ja, zeige ich euch noch schnell Abenteuer. Ist aufgeteilt in verschiedene Inseln. Meine erste Insel war eben von American Dad. Die hier ist jetzt Hergerfleischsack. Wir schreiben das 21. Jahrhundert. Ich bin Bender, der Roboter aus dem Weltraumzeitalter mit dem glänzenden Metallarsch. Was sagst du da? Ich bin spitze, sei Stillberry, das weiß ich. Aber genug der Plattitüden. Spielen wir Karten, das wird der Spaß in Tüten. So, das ist der erste Gegner auf der Insel praktisch. Eigentlich wollte ich was anderes machen, aber jetzt muss ich das halt. Wir hauen Haley raus. Dankeschön. 4-11 ist ganz gut, gerade für den Anfang. Eine Fertigkeit heilen, stell die Gesundheit einer deiner Karten wieder her, bevor du was sagst. Ich habe es ausprobiert und Gliedmaßen wachsen davon nicht nach. Tja, ich bin ein Arsch. Die Ausdrucksweise ist manchmal ein bisschen. Aber ihr seht schon, 1-8 ist eine gute Verteidigungskarte eigentlich. Die wird mich jetzt ein bisschen ärgern wahrscheinlich. Aber wir hauen mal Stevie raus. Dann kann man gleich hier einen Alkohol noch kombiniert bekommen. Und dann schauen wir mal. Wichtig ist, wenn der Gegner relativ gute Verteidigungskarten raushaut, nicht müde werden, ich meine, da gibt es nur einen Schaden, das ist alles in Grenzen, haut einfach die nächste Karte raus. Weil irgendwann werdet ihr eine Seite wegklopfen und dann, weil jede neue Karte, die ihr rauslegt, wird am Anfang angelegt. Wie jetzt in dem Fall. Das heißt, jetzt, praktisch in der nächsten Runde, wo ich jetzt dran bin, bekommt er schon definitiv 4 Schaden. Das versuche ich jetzt hier noch ein bisschen mit verkarteter Steve aufzupeppen. Der hat jetzt hier 2 Fertigkeiten. Einmal dieses Symbol, Fertigkeit Leben verringert den Angriffswert einer zufällig ausgewählten gegnerischen Karte. Eigentlich sollte Jody davon erzählen. Das gilt für eine Runde und das da drunter ist so ein Stab. Es gibt Karten, die haben eine Mauer. Die verhindern Schaden mit einer Mauer. Und dieser Stab macht eine Mauer kaputt praktisch. Weil da gibt es auch verschiedene Level dazu. Ihr seht schon, nächste Runde ist zu Ende, weil er wird ungeblockt durchkommen. Damit hätten wir das schon geschafft. Dann machen wir, hey, die haben wir... Lounge-Sängerin oder ich nehme den Boyband. Wenn ihr eine grüne Karte kombiniert mit in dem Fall eine Musik angehauchte Karte, es gibt mehrere Karten, die dasselbe machen, die geben dann aber noch andere Boni dazu. So, jetzt haben wir 50 gekriegt. Danke, ich hoffe wir sind durch. Genau. Sieg in Bänder, das ist die Aufgabe, dafür kriegen wir wieder Punkte und keine Ahnung was alles. So, 10 Erfahrungspunkte und die Questbelohnung Mäuse. Jetzt das nächste besiege Stan. Was ich euch eigentlich zeigen wollte, ist hier jetzt in den Aufgaben. So, ihr habt hier eine Aufgabe, zum Beispiel Stan besiegen, gibt hier Erfahrungspunkte. Sieg mit Congregate, Entschuldigung. Da könnt ihr euch anmelden, ein Konto erstellen, da bekommt ihr was. Erforsche eine Combo, da kriegt ihr was. Jetzt gibt's auf die Fresse. So, lerne die Grundlagen des Spiels. So, da war die Kamera wieder kurz weg. Genau. Und dann habt ihr diese Aufgabe abgeschlossen. Es kommen immer neue Aufgaben dazu, Leute, also lasst euch nicht ärgern. Schaut euch das Spiel an. Gilde, Prostata Brothers, wenn ihr wollt, kommt zu uns. In dem Sinne, ich hoffe, ich konnte euch einen kleinen Einblick geben. Es ist ein lustiges Spielchen, probiert es aus, es ist umsonst. Kauft nichts, unterstützt die Mama mit der Werbung. Mehr braucht ihr nicht tun. In dem Sinne, ich wünsche euch einen wundervollen Tag, macht was draus, bewegt was und bis neulich. Danke fürs Zuschauen.